Schön, dass du da bist. Willkommen zu dem heutigen Podcast. Ich grüße dich ganz, ganz herzlich. In dem heutigen Podcast möchte ich über die Phasen eine Zwillingsflammenverbindung sprechen. In der heutigen Folge ist die 8. Phase an der Reihe. Denn es geht in dieser Phase um diese mystische Vereinigung. Die mystische Vereinigung findet statt im Geiste und dann in der Materie. Das ist eine Vereinigung, eine Hochzeit. Es geht um dauerhafte Verbindung von den menschlichen und göttlichen Ichs. In dieser Phase ist unser Ego im Hintergrund und wir können uns mit dem höheren Selbst verbinden. Und die Verbindung zu dem höheren Selbst führt dazu, dass man sich das erlaubt, dass man diese Selbstermächtigung einwilligt. Wir versuchen dann nicht mehr, die Liebe für die Zwillingsflamme zu unterdrücken, sondern wir können diese Liebe frei fließen lassen und erkennen, dass da ein höherer Plan dahinter ist. Wir treten nun in eine Phase der bedingungslosen Liebe hinein, die das ganze gesamte Potenzial der Zwillingsflammen, die noch getrennt sind, werden die vorbereitet, um dieses Potenzial in die Welt zu tragen und zu verbreiten. Aus dieser bedingungslosen Liebe entsteht ein starker Wunsch. Entsteht ein starker Wunsch, den Mitmenschen zu helfen, sie zu unterstützen und wieder in Einklang mit der eigenen Seele zu kommen. Der Passion zu folgen, die Berufung zu folgen, die eigenen Talente und Gaben zu leben, die Berufung, den Wunsch, diesen Menschen zu helfen, hat man diesen Wunsch, aktiv zu sein. Diese bedingungslose Liebe, was auf den Zwilling projiziert wurde, empfindet man als ein Geschenk. Auch ein Gefühl, der Sternenhimmel oder sanfte Töne oder Farben können uns mit Freude erfüllen. Wir können die Zwillingsflamme erspüren, dass er ganz nah bei uns ist. Wir können einen großen Teil der seelischen Freiheit zurückerlangen. Wir können diese seelische Freiheit und Verbundenheit fühlen. Diese mystische Vereinigung, diese Phase findet bei den Zwillingsflammen einzeln statt. Und wenn alle beide komplett sind, wenn die komplett sind, entsteht etwas Wundervolles. Dann sind sie bereit für die finale Phase. Die Verbindung von Geist und Materie. Die sind bereit und optimal vorbereitet und warten die auf die nächste Stufe, denn die bedingungslose Liebe wird in der Welt getragen
Und auch diese Zwillingsflammen haben auch oft Begabungen, die mit Wahrnehmen, Hellfühlen, Hellsichtigkeit zu tun haben. Der Urschmerz, was in jedem drin steckt, ist geheilt. Es ist eine bedingungslose Liebe und eine hohe Frequenz präsent, die in Vereinigung noch mehr strahlt. Wenn du dich auch in eine Zwillingsflammenverbindung befindest und auch diesen Prozess noch intensivieren möchtest oder schneller zur Entfaltung bringen möchtest, unterstütze ich dich gerne dabei. Mein Name ist Valeria Tochtenhagen. Ich unterstütze dich als Coach, Hypnose-Master und spirituelle Lehrerin rund um das Thema Liebe und Partnerschaft, Seelenverbindungen, Seelenpartner sowie Zwillingsflammenverbindungen, Persönlichkeitsentwicklung und spirituelles Erwachen. Den Kontakt zu mir findest du auf meiner Webseite unter dem Video in der Infobox. Ich freue mich auf ein unverbindliches Gespräch mit dir. Deine Valeria.